Hallo, ich bin's wieder, der Red Wolf. Und wir spielen mal wieder Satinas Ketten. Oder spielen endlich mal weiter. Wir haben uns ja das letzte Mal irgendwie Eichenblätter geholt, das weiß ich noch. Und müssen jetzt hier gucken, was wir hier noch alles haben. Wir können hier durch unser Inventar scrollen. Ich will mir nur gerade noch mal kurz Einstellungen, Hauptmenü, weiterspielen. Okay. Jendrich ist, aber sonst haben. Ah, genau. Inventar war hier unten. Haha. Ich erinnere mich, wir haben drei Eichenblätter. Und wir brauchen irgendwie. Wir haben jetzt noch eine Niete. Also, ich bin der Meinung, wir sollten die Eicheln an die Schweine verfüttern und damit unser Eichenblatt, unser nächstes, bekommen. Also an diese Mastschweine hier quasi. Schon fett genug. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Du schon Eichenblatt wieder? finden. Noch einmal Wie nachfragen. lautete das vierte Rätsel? Genau. Die Säue am Nordtor sind seltsame Tiere. Die Eicheln fressen sie auf, aber die Blätter, die fressen sie nicht. Okay. Ich komme wieder. Genau. Wir sind hier wo auch immer. Aber ich behaupte einfach mal, da wo wir vorher waren, war das Nordtor, also da wo unser Großmeister ist, diese schrecklichen Vorhersagen schon einmal irgendwo herkennt. Und es ging, glaube ich, da hinten lang. Und es mag uns ja irgendwie niemand so richtig helfen. Die Schweine werden genug gemästet. Die durchtrieben. Immerhin lässt der Schustermeister sie nicht mehr frei umherlaufen. Ich gehe später. Jetzt muss ich mich um meine Aufgabe kümmern. Okay, da auch nicht. Wir müssen es irgendwie schaffen, unser letztes Kupferblatt zu bekommen. Und unser Hinweis ist, die Schweine fressen die Eichen, aber die Kupferblätter oder die Blätter lassen sie liegen. Behauptungsweise ist das auf das Eichenblatt bezogen. Das missfällt ihnen. Man beschwert das Leben. Hey, die beißen mir die Hand ab. Okay, wenn ich jetzt die. Die Schweine werden genug. Die Schweine werden. Ich behaupte, ich brauche irgendwie noch mehr Eicheln. Aber dazu müsste ich irgendwie. Wams haben wir. Ein Netzfalle haben wir. Wir haben ein Taubenei. Ein Wurfnetz. Kann ich das Wurfnetz auf die Schweine werfen? Ach nein. Man beschwert es. Zu dumm, dass ich keine Tiere verwünschen kann. Immerhin jagt mein Fluch diesen Dummköpfen bei Zeiten einen Schrecken ein. Das lässt sich nicht. Ah, ich kann mit meinem Fluch zerdeppern, okay. Wurfnetz, Taubenei, Netzfalle, Gischt. Wir versuchen einfach mal diesen Trog mit Bier drin zu zerdeppern. Wir dürfen ihn ja nicht anfassen. Schauen, was dann passiert. Was? Warum? Nein, Vogelfänger! Ich stand doch nicht mal in der Nähe! Das gute Bier! Wir können den Wursttopf natürlich auch kaputt gehen lassen. Nichts kaputt machen. Da war gerade wieder dieses Funkeln in deinen Augen. Hihi.
Genau, jetzt lassen wir den ablenken und machen Friedhelm? Den Lostopf kaputt. Ja. Dann kommen die Schweine dahin, hoffentlich. Spiel doch nochmal das Lied von der Bärenbraut. Und ja, ja. Irgendwie kriegen wir das dann schon hin, dass wir dann irgendwie das Laubblatt kriegen. So. Nein. Heda ist die Einzige, die mich freundlich behandelt. Okay, also anscheinend doch nicht. Warum gehen ausgerechnet solche Kisten nie zu Bruch? Das wäre wenigstens nützlich. Hilf dir selbst, dann hilft dir Fex. Hilf dir selbst. Kein Gewinnlos mehr da. Wenn überhaupt. Okay, hier kommen wir irgendwie nicht weiter. Die Magierakademie dürfen wir auch nicht. Wams Unterhosen und Co. Strohpuppe. Morgen wartet die Schlachtbank. Was haben wir denn hier noch? Bricht nicht in zwei. Bricht nicht in zwei. Schon fett genug. Ich weiß gar nicht, warum ich damals das Schwein-Ding ausgewählt habe. Hier sind halt auch noch Schweine. Man beschwert es. Was streunst du hier rum, Vogelfänger? Du hast in der Burg nichts zu suchen. Das ist die Burg. Spiel damit nicht rum, Vogelfänger. Alles gar nicht so einfach. Warte mal, was sagt der Nimbus dazu, dass er mich kaputt ist? Verschwinde, Vogelfänger! Schön weiterschleifen. Halt den Schnabel. Ende. Denn nur beleidigt. Willst du was? Haben die vielleicht noch Tipps? Hau bloß ab. Nee, auch nicht. Gucken wir nochmal hier oben und belauschen die nochmal. Das bringt nichts. Ich kann doch. Das Seil ist viel zu dick. Zu fest verkeilt. Ich könnte es halt durchschneiden, ja. Ich rede später mit ihm. Ich rede später. Okay. Gehen wir wieder runter. Haben wir einen Gehstock? Kann ich vielleicht mit dem Gehstock im Trog herumstochern? Verschwinde! Schweinetrog. Natürlich nicht. Was haben wir denn noch? Wurfnetz, zwei Kreuzer. Keine Zeit für sowas. Na, Käserate. Die Schweine werden gemästet. Mann. Wo geht's hier lang? Bin ich hier schon mal lang? Wo komme ich da hin? Wo komme ich? Faszinierend. Ich komme beides mal da raus. Ich guck noch mal bei uns hier drinnen in dem Haus. Viel zu viele unerlebte.
Gucken wir mal oben, was unser Meisterchen hier sagt. Glaskolben. Können wir diesen Glaskolben kaputt machen? Nie wieder zerbreche ich eine von Gwynlings Apparaturen. Die Trachtprügel fühle ich heute noch. Okay. Das geht jetzt anscheinend auch nicht. Gwynling. Vielleicht hat der ja noch einen. Hör mal. Hilfst du mir nun bei der Eichblattqueste? Verschon mich mit deinen Albernheiten. Ich habe Wichtigeres zu tun. Deine Krähen sind auch morgen noch da. Die Queste ist nur heute. Hilf uns doch. Aber ich muss los. Die Konkurrenz schläft nicht. Eichblattqueste gewinnen. Uiuiui. Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig. Was machst du da? Hast du keine Aufgabe zu erledigen? Wie gedacht, nichts zu tun. Kannst du nicht warten, bis ich... Katapult. Es schießt nicht mehr, das Spanngarn ist durchgefault. Haben wir was zu fixen? Wozu denn? Dann reden wir doch noch mal mit der einzigen Frau, die uns gerade noch mag. Friedhelm? Ja? Friedhelm, anderes Lied. Du kannst jetzt wieder etwas anderes spielen. Ja. Es ist kein Gewinnlos mehr da. Vielleicht haben wir Glück, wenn wir jetzt noch mal hier unser Geld auf den Kopf hauen. Geron? Ich will meinen Preis doch noch mal tauschen. Natürlich. Was möchtest du? Wir haben... Ich will den Pflaumenschnaps. Gib mir den Pflaumenschnaps. Bitte sehr. Falls du doch etwas anderes willst, kannst du es später noch umtauschen. Okay, wir können also Geschenke tauschen. Oh, hier ist noch einer, mit dem habe ich noch gar nicht gesprochen. Tag, Andros! Redest du immer noch nicht mit mir? Dachte ich mir. Was ist, wenn wir ihm hier Alkohol geben? Andros nimmt keine Almo. Er fürchtet einen Fluch. Was ist, wenn wir ihm... Da schenke ich ihn doch lieber. Da schenke ich ihn doch lieber den Schwein. War das ein dezenter Hinweis? Halt. Ich muss ja da hinten hin zu diesen Schweinen, wo ich hin will. Da lang und dann hier. Und jetzt schütten wir einfach mal den Pflaumenschnaps in den Schweinetrog. Mal gucken, was aus den Schweinen wird. Können wir jetzt in den Schweinetrog reinfassen? Schau dir den Vogelfänger an. Der Arme bekommt einfach nicht genug zu essen. Ja, das ist witzig. Hier ist das Eichenblatt. Wusste ich's. Haha. Ich habe alle vier. Jetzt schnell zum Haushofmeister. Haushofmeister, da lang. Okay, war es doch nur die Schweine betrunken machen, dass sie mich nicht angreifen. Finde ich gut. Ich stehe drauf. Betrunkene Schweine. So, schon wieder? Ah. Ich habe vier. Ich habe alle vier Eichenblätter. Was? Du? Zeig her. Tatsächlich. Jetzt sieht die ganze Färberbande, wer der Dumme war. Nicht so schnell. Eine Aufgabe steht dir noch bevor. Aber ich habe alle vier Blätter beisammen. Nimm diese Stadtbanner und hisse es vor den Toren der Burg. Oh je. Das riecht nach Schikane. Es ist ein Tribut an deine Stadt und an deinen König. Es zeigt deinen Stolz, Untertan des Andergaster Königshauses zu sein. Kinderspiel. Stolz. Jetzt muss ich raus. Mal gucken, ob das klappt. Wahrscheinlich nicht. Habe immer noch humorlose Priester. Hihi. Okay. Dann, Ich gehe später spazieren. Jetzt muss ich mich um meine Aufgabe kümmern. Geht's da nicht raus? Okay.
Dann... Spiel damit nicht rum. Im Augenblick habe ich... Raus. Hier geht's in die Magierakademie. Da darf ich auch nicht rein. Ich habe echt ein schweres Leben, aber ja. Geht's da vielleicht raus? Ist doch. Nee, ich komme wieder hier an. Reden wir mal mit Olgiert. Willst du was? Hau bloß ab. Hallo? Ich habe alle vier. Jetzt schnell zum Haushofmeister. Ja. Ich gehe spät. Jetzt muss ich mich um meine... Ich gehe spät. Jetzt muss ich... Ich gehe jetzt... Vor den Toren der Stadt. Jetzt muss ich doch erstmal rauskommen. Gucken, was Olgi Gwindling dazu sagt. Ich muss los. Die Konkurrenz schläft nicht. Spanne das Ding vor den Toren der Stadt. Wie, wenn ich nicht rauskomme? Ein einziges Seil für ein... Burgwache. Was streunst du hier rum, Vogelfänger? Du schon wieder. Wozu ist nochmal das Banner? Du sollst es... Ah, verdammt. Du sollst es hissen. Es ist ein Tribut an deine Stadt und deinen König. Ach ja, Kleinigkeit. Wo? Ich komme wieder.